Jo, meine Freunde, zu diesem neuen Video hier vom Kanal, heute mit einem neuen Pokémon Schwarz. Let's play. Ja. Problem 1. Ich habe aufgenommen. Und OBS. Hat. Also. Hier, OBS. Hier drüben das. Hat die Aufnahme gestoppt. Ich bin wahrscheinlich auswählen auf meine neuen gekommen, auf der 10er Tastatur, da das Aufnahme starten stoppen ist. Das heißt, wir haben. Wir haben Turner besiegt, wie man es hier sieht, Turner, in der Vermehrung ist es Turner. Ja, wir haben ihn besiegt, haben den Orden bekommen. Ich habe meinem Pokémon eine Auswechslung gemacht von Cleopatra zu Dusselgur. Dieses Pokémon wollte ich jetzt trainieren, habe mal rüber auf mein OBS geschaut halt, habe gesehen, fuck, Aufnahme ist gestoppt. Da ich eigentlich einen Cut machen wollte. Also werde ich jetzt, das wollte ich jetzt einfach nur mal gesagt haben, da das ungefähr eine halbe Stunde dauern wird, Dusselgur so hoch zu pushen, kommt rein, wie stark die hier sind. Nun Gras, die Pokémon. Ja, das Problem ist, ich habe halt erst so danach gesicht besaved. Vielleicht kriege ich es noch irgendwie hin, diesen Kampf zu rekonstruieren. Wenn ja, dann kriegt ihr den jetzt reingeschnitten. So, wie ihr sehen könnt, läuft ihr gerade ein Fast Forward, Dings ab, der Kampf bis zum runter zum Arena-Leiter, ab da läuft wieder normaler Speed. Und zwar habe ich es hingekriegt, ich habe ja, wie ihr gesehen habt, vielleicht mit, Shift und F1, so kann man nämlich Quick Saven, gesaved, aber normal gespeichert habe ich nicht. Das heißt, ich habe ja gequicksaved, sage ich mal. Ich nenne es einfach mal quicksave. Ich kann es euch nach diesem Kampf zeigen. Beziehungsweise wird es gezeigt. Und zwar, weil ihr jetzt hier sehen, hier unten das sichern. Habe ich nicht gemacht. Somit konnte ich den Kampf rekonstruieren. Doch, ich war gerade in diesem Moment leicht verwirrt, da ich im Weg vergessen habe, wie man laufen muss. Dass hier ein bestimmten Weg gibt, um einfach schneller damit fertig zu werden, weil sonst macht man ja Raterei, bla bla bla. Ja. Aber naja. Ich muss sagen, es ist das zweite Mal, dass das hier gerade gemacht wird, dass ich das mache. Die Zeit schwimmt gerade auch nicht überein. Wenn ihr das seht, haben wir jetzt gerade eigentlich 16.30 Uhr. Das ist hier unten ja 15.41 Uhr, aber wir haben 16.30 Uhr. Keine Ahnung, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es so ist. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Und ja. Oh Mann, aber naja. Ich bin froh, dass ich es hingekriegt habe. Und ich weiß jetzt auch, wie das war. Und zwar bin ich bei OBS drüben auf das A gekommen. Und da A am Anfang steht für Aufnahme stoppen und Aufnahme starten, bin ich auf A gekommen und demnach hat die Aufnahme gestoppt. Aber jetzt läuft die Aufnahme, ich habe die OBS gerade eben nebenbei noch geöffnet. Und ja, ja. Ja, es läuft alles eigentlich wirklich gut. Und hier ist wieder normaler Speed. Ab hier spielt er wieder richtig. Ich kenne natürlich hier die Pokémon, die wir in Rockhammern, Mebrana und Staloborg. Die bei der Entwicklung von Rotomorph. Ja, ja, Rotomorph war es, glaube ich. Ja, ja, ich glaube, es war Rotomorph. Rockhammern ist Nummer 1. Wow, ich bin echt froh, dass ich es gekriegt habe. Ich habe da gerade eben wirklich so in letzter Sekunde dran gedacht. Ja, so, oh, stimmt. Ich habe hier so noch gar nicht richtig gespeichert. Also müsste das ja vom Prinzip her funktionieren. Und das hat funktioniert. Also, ja. Ich würde diesen Kampf jetzt mal anders da befreiten, da ich weiß, wie letztes Mal war. Nicht angenehm. Das kann ich euch sagen. Das war nicht angenehm.
Es war nervig. Doch, ja. Ich habe davor nämlich mit meinem anderen Pokémon weitergekämpft, also mit Xavier Royal. Und, oh. Aber das ist genauso gut. Dampfwalze macht auch so gut wie gar keinen Schaden. Oh, shit. Was war das? Es macht so gut wie gar keinen Schaden? Ja. RIP Sodamark. Natürlich hat das alles so gut wie keinen Schaden gemacht. Hust, hust. Warum hat das so viel Schaden gemacht? What the fuck? Aber der Kampf geht ungefähr doppelt so schnell. Als ich aber nur mit Xavier Royal weiter gefightet habe. Und er dadurch dann in nur einen roten Bereich kommen ist und somit einen Hypertrank einsetzen konnte. Danach ist er nochmal einen roten Bereich konnte und konnte nochmal einen Hypertrank einsetzen. Das war sehr nervig. Aber naja. Jetzt läuft alles besser und wir haben ihn besiegt. Wir sehen uns dann gleich beim Kampf mit Bell wieder. Nachdem wir den Orden entgegengenommen haben. Ja, komm, gib mir den Orden. Da geht Pokémon bis Level 60. Und fünfte Arena Orden. Fünf. Route 6. Das habe ich vorher gar nicht gelesen. Seht ihr, Leute? Nun ja. Wir sehen uns dann gleich wieder. Wartet mal. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, wir sind jetzt im Kampf gegen Bell. Auch diesen werde ich mit doppeltem Speed machen. Also dieser kommt wahrscheinlich irgendwie zapp. Verwenden würde als der letzte. Aber naja, man kann ja nie wissen. Und zwar, ja, wie ihr gesehen habt, ich habe es wieder hingekriegt und auch den Kampf mit Bell habe ich hingekriegt reinzukriegen. Und ja, er nimmt auch auf. Das ist schön zu wissen. Und ja, er läuft zwar gerade mit doppeltem Speed, aber man kann es trotzdem ansehen, hoffe ich zumindest. Wie gesagt, der Kampf hat sich nicht wirklich verändert. Weil ich verwende Xavier Royal. Danach Sodamark. Danach gehe ich rüber auf. Ich glaube, ich blieb bei Sodamark. Denn Sodamark kann ja Biss. Ja. So, Biss einsetzen. Sehr effektiv. Genau. Selektiv ist rückgeschreckt und übertragen. Ich hasse euch alle. Natürlich jetzt wegen der verdammten Verteidigung. Ach, Lecco mio. Komm, B, du hast noch einen Übertrag. Da. Oh, Alter, Lecco mio. Wollt ihr mich irgendwie verarschen? Ja, das geschieht ja recht. Oh, mein Gott, Beiß ist kaputt. Komm, Beiß ist kaputt. Danke. Danke. Das war dumm. Aber ist jetzt auch egal. Vielleicht sehen wir so mal, was zu Drohnen so kann. Vergeltung? Geh kaputt. Geh. Mein Deutsch merkt man es. Was ist Vergeltung für ein Alltag, Mann? Komm. Ich hab hier mal Vergeltung immer noch nicht. Das war nämlich ein großer Fehler. Jetzt kriegst du selbst Royal. Der mixt dich. Ich habe einen Mixapparat. So. Und fertig. Gewonnen. Wir sehen uns dann wieder bei der eigentlichen Aufnahme wieder. So, wir haben es 15:54. Ihr habt gerade die Kämpfe gesehen, hoffe ich. Ja, hoffe ich. Und zwar, ja, jetzt geht's weiter. Pokémon Trinated.
Boom. Ist ein Weibchen, deswegen sieht es vielleicht nicht allzu gut aus. Hier, mal reingucken. So. Oh, das ist möglich. Cool. Attacken. Klingensturm, Luftschnitt, Ruckzuckhieb, Windschnitt. Okay. Jetzt müssen wir mal kurz gucken. Etwas Karte. Wir müssen nach Route 6 gucken. Ist das hier Route 6? Das ist Route 6. Easy. Vielleicht gibt es noch eine VM. I hate my life. Folicorn. Wird von einem Strand, wie geht's einem Folicorn zu einem? Sollte aufhören, ich hab die ganze Zeit hier mit Fast Forward gearbeitet. Nein. Nach oben bitte kurz. Danke. Saven, danke. Jetzt erlernt er jetzt mal unser Faser Snob fliegen. So. Zum Glück habe ich mir vorher schon mal ein schönes Faser, ein Dusselgur gefangen. Ja, und zwar Windschnitt oder Luftschnitt? Wir vergessen Windschnitt. Hoppala, sorry. Hoppala, so. Ja, jetzt ist wieder alles gut. So, jetzt können wir auch fliegen. Oh, ich habe geschafft. Nein! Oh Mann! Fast wäre es perfekt gewesen. Ja, du sollst auch noch irgendwann fangen. Ich sie alle in männlich und weiblich. Außer weil ich sehr berühre. Sehr berühre. Das könnte schwierig werden. Nein, 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 ich brauche ein Ditto, genau. So. Hopp. Auch an dir bin ich vorbeigekommen. Ich bin nicht doof, ich komme an ihnen allen vorbei. Dreh dich um. Warum? 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 Ich kann es nur wiederholen, warum? Ich verstehe es nicht. Haben die irgendwie Sensoren an ihrem Seitenkopf? Oder wie kriegen die dazu nach? Aber wenn man sich sofort umzurennen gucken. Da ist ein Mensch. Kämpfen. Ist es irgendwie der natürliche Instinkt? Also mal im Ernst. Hä? Willst du mich verarschen? Ich slam dich kaputt. Also, das ist mal allerhöchste Sau. Warum ist dieses Seesoßkitz Vegetarier? Das klingt irgendwie voll bekloppt. Warum? Wer? Nein. Wer hätte es bitte einfach in Ruhe gelassen? Ich hab keinen Bock mehr. Das Jahreszeitenforschungsinstitut. Überall, cool. Wir kriegen die geschenkt. Da ich weiß, was da drin ist. Ja, ich hoffe vielleicht gerade im Moment sehr oft speichern, aber. Ja, ich weiß, dass es das gibt. Ah! Wendelberg! I got it! Er muss vorrücken bis zum Wendelberg, da gibt es wieder einen Kampf gegen N. Dreh dich um. Oh mein Gott. Einfach keine hektischen Bewegungen machen. Alter, ist das dein Ernst? What the fuck? Ja, jetzt ergibt der Name Sinn. Tarnpignor. Panting. Tarnpignor. Also wirklich. Das ist die beste Technik. Dreh dich um. Dreh dich um. Psst. Dreh dich um. Why? Why? Ich hasse es. Ich werde es einfach gleich nach jedem Pokémon-Kampf machen, den es gibt hier.
Boah, also, nee. Und dann nochmal sehen, weh, du bist Vegetarier. Weh, du bist Vegetarier. Ist jedes Jesu-Kind Vegetarier? Wieso bist du Vegetarier? Das ergibt keinen Sinn. Mann! Warum besitzt der B-Royal überhaupt noch Slam? Okay, ohne Slam wäre ich jetzt verloren, aber trotzdem. Ich sehe Level 40, aber dort. Ach Mann! So. Nein, diesmal nicht. Dreh dich. Okay, wir lassen einfach alle Pokébälle hier liegen. What the fuck? Nein. Ich habe keine Lust auf vegetarische Pokémons. Ich bin Fleischfresser. So. Danke. Dankeschön. So langsam hasse ich es. Lauf vorbei. Brav. Kampf gegen N steht uns bevor. Fuck you. Why? So langsam ist das wirklich nervig. Also, so langsam würde ich echt anfangen, mir irgendwie Schütze, ein paar Top-Shots und so zu kaufen. Jetzt kommt der Fall. Ganz genau, wir kommen hier nämlich nicht durch. Danke fürs Warten. Wir kommen nicht weiter. Das sieht mir nach dem Netz eines Elektro-Pokémon aus. Ein Elektro-Pokémon namens Voltula. Keine Ahnung, warum es ausgerechnet hier ein Netz gesponnen hat, aber wenn das auch. Aber wenn das für euch ein Problem darstellt, dann will ich da euch da gerne helfen. Ich bin schließlich ein Arena-Leiter. Anzwergröchermann, tu, was du tun musst. Dampfwalze, oder? Es war Dampfwalze. Hier, diese Themen sollen dir gehören. Darauf bin ich ganz besonders stolz. Sie enthält eine Attacke, die du ruhig dein Pokémon beibringen kannst. Kann ich's oder kann ich's? Dampfwalze. Ja. Danke, danke. Ja. Danke, ja. Und ich denke, bitte lass das nicht sofort einkommen. Danke. Ich speichern wir hier. Und den Kampf mit N und diese Höhle gibt es in der nächsten Folge. Nächste Folge, jetzt nächste Episode. Episode kann man es nicht, kann man es Folge nennen, man kann es auch nicht Folge nennen. Bei der nächsten Folge von Pokémon Schwarz. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zusehen und ja, schaut doch gerne beim nächsten Mal wieder vorbei.